Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Freunde, weil ihr unser letztes Mexiko-Special so gefeiert habt, ich mexikanisches Essen liebe und so viel Liebe von euch bekommen habe, ihr habt richtig krass reingeballert in die Kommentare und ihr habt mir unheimlich viele Nachrichten geschrieben. Deswegen gibt's heute quasi auf euren Wunsch das Joker Brand Special 2. Wir machen heute wunderschönes Viva la Mexico Schichtfleisch aus dem Dutch Ofen in richtig geil Mexican Trailer ab. Viva la Mexico, Freunde. Ich liebe das wirklich, ne? Also, wir machen heute Mexiko Schichtfleisch im Dutch Ofen. Sehr, sehr einfach. Nachher rollen wir es noch ein in diese wunderschönen kleinen Fajitas, heißen die, glaube ich. Das wären so kleine Röllchen dann und super, super lecker. Erstmal fangen wir an mit einem Bierchen. Deko steht ja wieder. Das Bier schmeckt mir übrigens auch. Ja. Cheers auf euch. Ja, ist gut. Ist gut. Zutaten. Schichtfleisch. Also brauchen wir Fleisch, Freunde. Ne? Ich habe hier wunderschöne 2 Kilo Nacken Duroc geordert bei den Fleischrebellen. Schon mal geschnitten in so kleine Steaks von, na, ich würde sagen, 1,5-2 cm. Schneidet euch klein, nehmt da, was da kriegt. Dann brauchen wir, um das Ganze ein bisschen zu füllen, Kartoffelchen in Scheiben. Die sind roh. Auch ungefähr 1 Kilo. Ordentlich Zwiebeln. Ich glaube so 2-3 große Zwiebeln. Aber wie immer das ganze Rezept und unsere Gutscheincodes für Fleischgewürze unten in der Box. Ne? Wir brauchen Bacon. Ich habe jetzt hier 750 Gramm. Keine Sorge, ich habe noch Backup-Bacon, falls es nicht reicht. Aber so mit 750 oder 1 Kilo sind wir, glaube ich, gut dabei. Wir brauchen ein wenig rote Bohnen und Mais. Ein bisschen Olivenöl. Ja? Hier Paprika, beziehungsweise Spitzpaprika in dem Fall, auch so 700 Gramm oder sowas. Ein bisschen Käse nachher fürs Belegen, das ist eine Mischung aus Cheddar und Mozzarella. Knoblauch, Freunde, wir brauchen ein paar Sherry- oder Cocktailtomaten. Eine Limette, ein bisschen fucking Ketchup, und zwar einmal den normalen, original, und einmal Chipotle, um ein bisschen Schärfe an die ganze Sache ranzubringen. Und an Gewürz von der Spice Bar. Heute wieder nur, weil es so gut passt. Hello Mexico. Wenn ihr das nicht habt oder nicht kaufen wollt, nehmt da das mexikanische Gewürz eurer Wahl. So, nochmal Prost. Achso, hier, Fajitas, ne? Teigfladen, kriegt ihr fertig zu kaufen. Los geht's. Ja, wir starten durch mit unserem Nacken. Also schnappt euch einfach eure wunderschönen kleinen Nackensteaks, die ihr geschnitten habt, und macht die ordentlich rot mit dem Hello Mexico. Und zwar von allen Seiten. Das dauert einen kleinen Moment. Das mache ich jetzt mal fertig hier. Schön einrubben. So, zack, hä? Nacken durchgerubbt. Bitte nicht sparen mit dem Gewürz. Ja, da kann ordentlich was dran. Jetzt kümmern wir uns um die Vorbereitung von unserem Dutch Ofen. Da ist er. Wir arbeiten heute mit unserem Petromax FT9. Das sollte sich aussehen von der Masse her. Das Ganze fahren wir auf den Gasgrill und ach so, habe ich gerade vergessen, hat Sassi noch rausgestellt. Ja, hier unbezahlte Werbung, Jalapenos. Die kommen später rüber. Ihr könnt die auch mit reinmachen, dann wisst ihr aber nicht genau, wer was bekommt. Also lieber später in unsere kleinen Röllchen mit einbauen, dann wisst ihr, wer scharf kriegt und wer nicht. Ne? Macht da, wie ihr wollt. So, Dutch Ofen ist da. Da geht jetzt ein bisschen Olivenöl rein. Und einmal an den Rand. Ja, zack. Sehr, sehr schön. Und der wird jetzt ausgelegt mit unserem Bacon. Deswegen habe ich auch so viel Bacon hier, Freunde. Wir legen jetzt erstmal den Boden aus, dass das alles schön bedeckt ist. Freunde, Bacon ist das Backpapier des reichen Mannes, oder? War das so? Mit Bacon schmeckt alles besser. Und da muss wirklich ordentlich Bacon drin sein. Ich fange mal an, hier zu puzzeln. Ja. So, guck mal. Schon mal was im Mund, ne? Hier. Ja, Boden ist ausgelegt. Ich würde sagen, die ersten 200 Gramm Bacon sind schon mal verbraten. Weiter geht's mit unseren Seiten. Da verschnappt euch auch eure Baconstreifen. Legt die hier unten ein bisschen an. Zieht die am Rand hoch und lasst sie so rüberkicken. Ne? Und so machen wir jetzt auch einfach den kompletten Rand voll, Freunde. Einfach durchballern hier. Guck mal, Freunde, das hier ist übrig. Ja? Wir hatten jetzt nochmal nachgeordert, quasi ein bisschen Bacon. Rechnet mal mit einem Kilo, ja? Aber guckt euch dieses grandiose Bacon-Körbchen an. Ja, ist schön, oder? Ist schön. So können wir anfangen zu arbeiten auf jeden Fall. Jetzt, ja, Schichtfleisch, Freunde, Schichten. Also ganz unten ballern wir jetzt erstmal unsere Tomätchen rein als Grundlage. Die werden dann nämlich schön weich, geben nochmal ordentlich Flüssigkeit ab. Der Bacon wird auch ordentlich abgeben. Aber damit wir hier eine schöne Grundlage drin haben, in dem das Ganze dann schmoren kann. Hier, schön verteilen unsere Tomätchen. Ah, und jetzt kommt der tricky Part. Jetzt fangen wir nämlich an, unser Fleisch zu schichten. Ihr könnt den jetzt dafür auch ein bisschen schräg legen. Ich mache das aber immer lieber so. Muss da halt ein bisschen mehr fummeln, aber das funktioniert genauso. Also, Fleisch schnappen. Ja, so, erste Lage würde ich sagen.
Kartoffeln. Zack. Paprika. Ihr müsst hier wirklich nicht sparen und besonders aufpassen müsst ihr hier auch nicht. Zwiebeln. Wundervoll, Freunde, wundervoll. Ein bisschen Knoblauch. Könnt ihr eigentlich auch schon hier unten verteilen. Den brauchen wir ja nicht dazwischen zu packen. Ja, komm. Wir sind ja mal nicht so geizig hier. Zack. Alles easy. Ja? Bisschen was von unserer Bohnenmischung mit dem Mais. Zack. Und jetzt die nächste Schicht Fleisch, Freunde. Ist überhaupt nicht schwer. Einfach wieder randrücken. Und jetzt geht es genauso weiter. Also Fleisch. Ja. Die Kartoffeln. Paprika. Und so weiter und so weiter. Ich mache das mal schnell durch hier für euch. Guck mal. Ja? Sieht wunderschön aus, oder? Fertig, also fast. Ich habe mich ein bisschen überschätzt mit meinen Mengenangaben hier. Ich habe noch ein bisschen Paprika übrig, noch ein bisschen Zwiebeln übrig, noch ein bisschen Kartoffeln übrig. Ich korrigiere das im Rezept. Da wird sich Mutti jetzt gleich noch eine Bratkartoffelpfanne draus machen. Zwiebeln können wir aber eigentlich noch benutzen. Ich habe jetzt hier noch 3 Stücken Fleisch, die werden oben gleich rüberkommen. Ja, jetzt bringen wir aber erstmal ein bisschen Soße ins Spiel, und zwar unseren Ketchup oder unsere Ketchup-Soße. Fucking Ketchup. Freunde, sehr, sehr gutes Zeug kriegt er bei uns im Shop, ne? Nicht vergessen. Also der geht erstmal komplett darüber. Ja. Das sieht jetzt auch alles nicht besonders viel aus. Die waschen wir gleich nochmal aus. Da haben wir noch ein bisschen Wasser mit drin. Und der scharfe Chipotle kommt auch noch mit dazu. Ja. Das wird gleich alles noch absinken. Jetzt schmeißen wir eigentlich, können wir doch hier noch Zwiebeln rüberschmeißen, oder? Zwiebeln schaden nicht, Freunde. Zwiebeln schaden nicht. Also noch eine kleine Decke aus Zwiebeln. Ach, was soll der Geiz? Da können wir noch ein paar Kartoffelchen mit dazu. Ja, wir brauchen hier eigentlich ja nicht übrig lassen. Mutti, gib keine Bratkartoffeln, du musst warten, bis Essen fertig ist. So, hier noch ein bisschen was rotet, oder? Sieht doch auch alles schön aus. Das geht sich sowieso nachher alles ein hier. Sehr, sehr schön. So, jetzt kommt noch ein bisschen Zitrone oben rüber für die Frische. Also unsere Limetten. Der Saft einer Limette. Oh, komm, komm. Schön, zack. Und unsere restlichen 3 Nacken gehen hier einfach auch noch oben rüber. Ja. Als Deckel quasi. Das geht doch so. Das geht doch. Guck mal, haben wir kaum noch was übrig. Zwiebeln sind auch. Ja. Na, ich schreibe euch das unten in die Box. Das geht aber eigentlich. Ja, komm, hier. Geil. So, ein bisschen Flüssigkeit hatten wir auch schon drin zum Auswaschen. Das kommt noch oben mit rüber. Zack. Zack. Und jetzt müssen wir das Paket einfach nur noch einpacken. Und zwar einfach den Bacon jetzt wieder zurück überschlagen. Und dann gucken wir mal, wo wir hier landen. Guckt euch das an, Freunde. Ha? Sieht das geil aus? Ja, normalerweise könnte man jetzt hier auch noch 2-3 Streifen Bacon rüberlegen. Das, was ich gerade fertig hatte, hat Mutti drin weggesnackt. Ne? Und jetzt habe ich tatsächlich kein Backup-Bacon mehr. Schande über mein Haupt. Also rechnet mit 1,2 Kilo Bacon. Das ist eine ordentliche Hausnummer. Macht aber nichts, das klappt auch so. Ja, wir sind fertig, Freunde. Zum Grill. Oh, das ist mal ein ordentliches Portionchen, Freunde. So, der Bräuking läuft. Rechter und linker Brenner sind an, volle Hütte. Wir fahren ca. 200 Grad. Die Pfanne, falls er fragt, liegt nur da drunter, damit der Top besser steht. Ne? So, zack. Deckel, der kommt noch rauf. Ja, und das war's eigentlich. Relativ easy, oder? Jetzt brauchen wir nur noch Zeit. Ich gehe mal so von 3-3,5 Stunden aus. Wir müssen ab und zu mal reingucken. Also ich sag mal, jede Stunde mal einen Deckel aufmachen, gucken, ob noch genug Flüssigkeit drin ist. Wenn da was fehlen sollte, bitte einfach mit ein bisschen Wasser aufkippen. Ansonsten brauchen wir nur noch Zeit, Freunde. Schön. Ja, und weil wir jetzt eine Menge Zeit haben, Freunde, gibt es jetzt ein paar Möglichkeiten, wie ihr eure Zeit füllen könnt. Entweder ihr macht Siesta, also ein bisschen Hayabubu, oder ihr macht Fiesta, ja, Viva la Mexico. Trinkt ein Bierchen. Ihr müsst auf jeden Fall noch die weltbeste Guacamole und die weltbeste Sour Cream vorbereiten. Videos verlinke ich euch hier oben, aber die meisten von euch kennen die ja eh schon. Und ansonsten warten, das macht alles von alleine. Und deswegen liebe ich es so. Fiesta! Ach, und aufpassen, Freunde, noch ein kleiner Werbebreak. Ich habe zusammen mit dem lieben Timo von Joker Brand noch einen kleinen Gutscheincode für euch ausgehandelt. Ne? Bei jeder Bestellung ab 50 Euro könnt ihr, wenn er den Gutscheincode 030BBQ einhackt, aufs Haus eine fucking Ketchup Chipotle
ein Hello Mexico und eins von unseren geilen Schlüsselbändern mit dazu bekommen. Ne? Ihr spart quasi 18 Euro auf die Bestellung. Knappe 18 Euro, wa? Müsste aber schnell sein, ist ein bisschen limitiert, nur solange der Vorrat reicht. Also jokerbrand.net auschecken und ein bisschen einkaufen, Gutscheincode benutzen und abstauben. Jetzt müssen wir weitermachen. Ah, zack, Freunde, Zeitsprung. Exakt 3 Stunden später. Reicht jetzt aber auch, denn ich habe einen Bärenhunger, ich muss jetzt essen. In der Zwischenzeit habe ich die weltbeste Sour Cream und die weltbeste Guacamole angemischt. Ich habe die jetzt ein bisschen dünner gemacht als normalerweise, damit ich die durch die Flaschen durchkriege. Geht aber. Und habe ich vorhin vergessen, Frühlingszwiebeln. Ist ein bisschen Deko und ein bisschen Crunch später. Wir gucken jetzt mal rein, beziehungsweise holen wir den jetzt einfach mal runter, hier den Topf. Ich brauche nämlich den Grill gleich noch, um meine Fladen ein wenig wärmer zu machen. Oh, warte. Na komm. Zack. Oh, mal kurz zur Seite. Heiß, heiß, heiß. Rindkicken, rindkicken. Trommelwirbel, Freunde, Trommelwirbel. Ich kann euch sagen, trocken gelaufen ist er nicht. Der Bacon hat ordentlich abgegeben. Oh. Das sieht gut aus, würde ich sagen. Das sieht gut aus. Da holen wir jetzt mal was raus. Oh, das sieht schon alles köstlich aus und es riecht fantastisch, Freunde. So, wir holen uns jetzt hier erstmal ein bisschen was raus. Mal gucken, ob wir hier irgendwo ran... Oh, guck mal. Das oben. Es zerlegt sich, es zerlegt sich. Wir ballern uns einfach jetzt schon mal was in die Schale hier rein. Ja. Ordentlich rausholen. Geil. Ja, ich würde sagen, Freunde, das ist durch. Oh. Zack. So, noch ein bisschen Soße dazu. Oh, hier schön was von der fettigen Soße. Oh, geil, 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 geil. So, ihr könnt euch das natürlich gleich auf eine Schruppe ballern, wie ihr möchtet, aber wir wollen das ja jetzt ein bisschen einrollen, deswegen machen wir es kurz kleiner. Also einfach mal gucken, was hier so passiert, wenn ich das rupfe. Oh, guck mal. Ja? Seht ihr das? Da ist nicht mehr viel Konsistenz da, so möchte ich das haben heute. So ist das gut, oder? Oh, ich muss jetzt, ich kann nicht mehr abwarten. Ich muss mal ein bisschen was probieren. Ich werde mich gleich komplett verbrennen. Aber ich muss. Viva la Mexico! Oh, ist das geil. Ist das geil. Ganz kurz. Fladen warm ziehen. Nicht toasten. Die sollen nur ganz wenig Hitze abkriegen. 30 Sekunden vielleicht. Na, wir kicken. Oh ja, schön warm. Das reicht uns aus, dann werden die noch viel geschmeidiger zum Zusammenbasteln. Und jetzt belegen wir unseren wunderschönen Fladen. Und zwar einfach ruff hier. Guck mal. Schön, oder? Ja, ein bisschen was geht noch. Zack, der Käse. Freunde, ich kann es jetzt schon schmecken. Ja, ein bisschen was für die Frische. Oh, sehr, sehr schön. So, die weltbeste Guacamole. Mal gucken, ob wir rauskriegen hier vernünftig. Oh, zack. Und Sour Cream, Freunde. Das sieht doch essbar aus, oder? Das sieht essbar aus. Geil. Jetzt noch zusammenrollen. Mal gucken, ob wir hier alle drin kriegen. Müssen wir ein bisschen gucken. War vielleicht ein bisschen zu viel für mein Röllchen. Ja, zum Einknicken hätte es nicht mehr erreicht, aber so, Freunde. So. Liebe. Oh. Lasst mich alleine. Ist geil. Der Himmel. Ich habe ja gesagt, ich liebe dieses mexikanische Essen. Ja. Oh. Ja, Freunde, ich kann nichts anderes sagen. Ihr müsst das probieren. Wenn es euch gefallen hat, macht das nach.
Ballert Kommentare über Like und Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, jokerbrand.net auschecken, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Das war Bobby. Viva la Mexico, die zweite. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Yeah!